Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch endlich meine zweite Asam-Wundertüte, die ich bestellt hatte. Ja, die ist ja nach der anderen angekommen, die ich euch schon gezeigt hatte. Das Video zu der anderen verlinke ich euch gerne nochmal in der Infobox, falls ihr das noch sehen wollt. Aber ich bin erst jetzt dazu gekommen, die zweite Wundertüte abzufilmen. Ich habe mir dazu einen Lippenstift bestellt, weil die Wundertüte kostet ja 34,99 Euro. Aber der Versand ist erst kostenfrei ab 39 Euro. Und dann habe ich mir hier den Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Fine Lily mit dazu bestellt für 13,99 Euro, soweit ich mich erinnere. Der hat mich einfach interessiert. Der soll mit Glanz sein. Die anderen Lippenstifte von M. Asam sind ja eher matt, also so Satin-matt. Und der mit Glanz hat mich sehr interessiert und so rosa Töne trage ich ja gerne. Von daher, den werde ich gerne mal verwenden und auch sicherlich im Alltag dann aufbrauchen. So, jetzt kommen wir aber zur Wundertüte. Ich habe tatsächlich nicht reingeschaut, weil ich hatte so eine stressige Woche und dann hatte ich noch eine böse allergische Reaktion auf ein Produkt. Also dazu drehe ich euch noch ein anderes Video explizit ab. Aber ja, das sind die Gründe, warum ich nicht reingeschaut habe, warum ich das Video auch erst jetzt abdrehe. So, aber ich sehe schon mal... Oje, ich freue mich. Boah, ich hatte echt Glück diesmal. Also meine erste Tüte hat mir schon richtig gut gefallen und jetzt habe ich hier direkt eine Augencreme gesehen. Und wer meinen Kanal schon ein bisschen länger schaut, der weiß, dass ich Augencreme liebe. Augencreme und Nachtcreme, das sind so die Produkte, die ich am intensivsten benutze, wo ich auch wirklich viel Produkt verwende. Und deswegen eine Augencreme ist genau das Richtige für mich. Ich habe hier von M. Asam Vino Gold 2x30 Milliliter. Also zweimal Full-Size, Tag und Nacht. Ach so, okay, also dann hat man da in diesem Tiegel Augencreme für den Tag und eine Augencreme für die Nacht. Jeweils 30 Milliliter. Für den Tag die parfümfreie Creme mit einer hochwirksamen Kombination weißer Blütenextrakte und Hyaluron lässt die Augenpartie auf dreifache Weise schöner, glatter und offener erscheinen. Zudem hilft Koffein, ein müdes Erscheinungsbild der Haut zu beleben. Morgens auf die gereinigte Augenpartie auftragen. Okay, und dann eben noch für die Nacht. Die parfümfreie Creme unterstützt die natürlichen Regenerationsmechanismen der Haut über Nacht und hält die zarte Augenpartie mit einer reichen Auswahl wertvoller pflanzlicher Öle, Q10 und Shea-Butter geschmeidig. Abends auf die gereinigte Augenpartie auftragen. Hört sich sehr gut an für mich. Ich glaube, die mache ich direkt mal auf, weil die werde ich auf jeden Fall verwenden. Wie gesagt, Augencreme. Da brauche ich einiges auf. Da gehen einige Tuben und Tiegel leer bei mir im Jahr. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall verwenden. 2x30 Milliliter ist natürlich wieder eine Ansage. Das ist schon wirklich viel. Oh ja. Schaut euch mal diesen Tiegel an, der ist riesengroß. Ja, da habe ich wirklich Augencreme. Ah ja, und hier sieht man dann, so hier so eine Sonne für den Tag und der Mond für die Nacht. Ich bin gespannt. Ah ja, muss man sich aber wirklich erinnern, wie das drauf war. Hihi. Also, das... Die beige Creme ist für die Nacht und die hellere Creme ist für den Tag. Finde ich echt ganz cool in einem Tiegel. Finde ich wirklich gut. Gott, ich freue mich gerade echt. Ich freue mich, dass ich echt offensichtlich so viel Glück hatte mit den Wundertüten diesmal. Weil ich habe auch jetzt viele Videos von anderen gesehen und da waren teilweise echt Tüten dabei. Die waren nicht so schön. Es tut mir auch sehr leid für die entsprechenden Leute. Aber also ich hatte auch schon schlechte Tüten. Ja? Also beim letzten Mal hatte ich zum Beispiel eine, die hat mir nicht gefallen. Aber diesmal
habe ich offensichtlich Glück. Dann habe ich hier ein Keratin Rebuild Shampoo. Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin, 200 ml. Finde ich auch gut. Passt auch gut für mich. Keratin hört sich wirklich nach einem Shampoo an, was für mich gut geeignet ist. In der anderen Tüte hatte ich ja das Thickening Shampoo, über das ich mich sehr gefreut habe. Jetzt habe ich noch eine andere Reihe. Finde ich schön. Das ist, glaube ich, auch eins, was ich noch nicht hatte. Oh, zweites Produkt. Dann habe ich, ja, das hatten ja ganz viele diesmal in der Tüte, Ahuhu Ginger Orange Conditioner Bar. Feste Spülung für alle Haartypen mit belebendem Orangen- und Ingweröl. 0% Silikone, 50 Gramm vegan. Das ist eingeschweißt. Das lasse ich auch eingeschweißt, weil da weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das verwenden werde. Das war ja diesmal, ja, wie gesagt, das Produkt, was fast jeder hatte. Ne? So wie damals diese Bräunungstropfen. Die waren doch letztes Jahr auch irgendwie in jeder Wundertüte drin. Und diesmal war es dieser Conditioner, dieser feste Conditioner. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das für meine langen, feinen Haare geeignet ist. Also es steht drauf, dass man den Conditioner unter warmem Wasser reiben soll, bis ein cremiger Pflegeschaum entsteht. Diesen über das nasse Haar streifen und in die Längen und Spitzen einarbeiten, kurz einwirken lassen, gründlich ausspülen. Mit Tucuma-Butter, Bio-Kokoswasser und belebenden Orangen- und Ingweröl. Ja, da muss ich wirklich überlegen. Also das ist jetzt das erste Produkt, was mir jetzt nicht so mega gut gefällt. Dann habe ich wieder ja, diese Neck- and Dekolleté-Maske, Skin Tightening Mask, 2x5 ml. Das war ja das Goodie, was auch wieder mit dabei war, was ich auch schon mehrfach hatte. Habe ich bislang immer noch nicht ausprobiert, diese Maske. Dann habe ich von Flora Mare eine Handcreme, 100 ml Eau de Fleur. Diese Creme verwöhnt die Haut mit floralen und pudrigen Duftnuancen. Oh, das hört sich aber gut an. Während die angenehme Textur die Hände geschmeidig pflegt. Mit wertvollem Arganöl, Shea-Butter und Meeresmineralien. Hört sich jetzt eigentlich ganz gut an. Also normalerweise mag ich es nicht so gerne, wenn ich Handcreme in Beautyboxen habe oder Adventskalendern oder Wundertüten, weil ich einfach schon so viel Handcreme da habe. Und ich finde, Handcreme verbraucht man nicht so viel. Da braucht man ja immer nur so eine ja, kleine, erbsengroße Menge. Aber meine aktuelle Handcreme ist tatsächlich gerade leer geworden, endlich. Und jetzt war ich die ganze Zeit am Überlegen, welche ich als nächstes aufmache, von den vielen, die ich habe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen die auf, weil mich der Duft interessiert. Floral und pudrig, das hört sich wirklich so an, als könnte mir das sehr gut gefallen. Ja komm, die machen wir mal auf. Flora Mare gibt es ja nicht mehr. Das heißt, wenn man was von Flora Mare in der Wundertüte hat, kann man das regulär eigentlich nicht mehr nachkaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Noch rieche ich nichts. Ich trage mir das mal hier so ein bisschen auf die Hand auf. Oh, es scheint mir etwas flüssig zu sein. Ich versuche es jetzt mal nur auf dem Handrücken zu verteilen, damit ich jetzt nicht gleich so klebrige Hände habe. Es ist aber nur ein sehr dezenter Duft. Also ich hatte jetzt gerade eine Handcreme von Rituals, die extrem intensiv gerochen hat. Und dagegen ist die sehr dezent. Aber nicht schlecht. Also ist jetzt kein schlechter Duft, finde ich. Es war schon ein bisschen viel. Na okay, ich kann es jetzt nicht komplett auf die Handflächen einreiben. Ja, so pudrig stimmt. Floral rieche ich ehrlich gesagt eher weniger. Aber es ist ein angenehmer Duft. Also, finde ich jetzt nicht schlecht. Ich versuche das gerade mal noch irgendwie hier so zu verteilen, dass ich jetzt noch die restliche Tüte auspacken kann. Ja. Also, wie gesagt, der Duft ist schön, dezent. Aber hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet.
nach der Beschreibung. Und als letztes habe ich hier noch, versteckt sich hier ganz hinten, ein Parfum. M. Asam Nummer 1, 100 Milliliter. Der belebende Duft aus der M. Asam Luxuspflege Vino Gold. Eine Duftkombination aus den Zitrusnoten Bergamotte, Grapefruit, Limette und Mandarine. Weckt die Sinne und spendet erfrischende Lebensfreude. Ja, also ich mag ja eigentlich eher so süße Düfte. Die mache ich aber trotzdem auf, weil jetzt für den Sommer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Könnte auch ein guter Duft für die Arbeit sein. Und den kenne ich noch nicht. Finde ich jetzt wieder schön. Also nach der Handcreme und dieser festen Conditioner-Geschichte finde ich jetzt ein Parfum eigentlich wieder echt ganz cool. Das ist der Flakon, also auch so grünlich. Mit einem goldenen Deckel. Okay, jetzt habe ich hier diese Handcreme schon drauf. Aber die riecht wirklich nur sehr dezent. Mache ich mal hier ein bisschen den Arm frei und sprühe mir das mal hier auf den Arm. Ja, sehr zitrisch, wie es draufsteht. Bergamotte rieche ich auch. Ja, aber es ist wirklich, also es ist jetzt kein außergewöhnlicher Duft. Es ist tatsächlich frisch. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen für den Sommer. Ist auch wirklich intensiv, also im Vergleich zur Handcreme. Handcreme ist sehr dezent. Das Parfum ist wirklich intensiv. Oh, finde ich schön. Also, ja, also wirklich. Also ich bin ehrlich wieder zufrieden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, ich hatte, fassen wir nochmal zusammen, dieses Parfum in 100 Milliliter. Den festen Conditioner. Die Handcreme von Flora Mare. Eau de Fleur. Mein Highlight, die Augencreme in Tag und Nacht, 2x 30 ml, das finde ich wirklich mega, freue ich mich extrem drüber. Und das Shampoo, Keratin, das waren meine 5 Full-Size-Produkte und dann habe ich, wie gesagt, noch diese Maske mit drin gehabt. Ja, also ich bin wirklich sehr zufrieden diesmal, ich finde, ich hatte 2 tolle Tüten, ich hatte auch nichts doppelt. Also ich hatte diesmal Glück. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.